So. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Motovlog, beziehungsweise zu diesem neuen Testfahrvideo. Heute durfte ich, oder darf ich, eine KTM RC 125 fahren. Mit 3200 Kilometern erst auf der Uhr. Ne, das ist der Tripzeller, oder? Ich weiß es nicht. Aber da vorne sind Pferde. Erster Eindruck, mega handlich. Boah, richtig geil. Sitzposition finde ich total angenehm. Das ist so, so stelle ich mir einen Sportler vor, von der Sitzposition, wie ich hier gerade drauf sitze. Kniewinkel, alles passt mega gut. Die Rasten sind auch relativ weit hinten. Also für einen 125er Sportler echt ganz ordentlich. Das erste Gefühl ist natürlich 125er-like, eher schwach auf der Brust, wobei ich gleich mal gespannt bin, wenn es ein bisschen wärmer ist auch, wie sie sich schlägt. Also erstes Gefühl auf jeden Fall mega, mega handlich, mega geil. Vor allem man merkt direkt das Vorderrad, das dünne Vorderrad merkt man, finde ich, immer am stärksten bei den 125ern. Ja, natürlich hier KTM RC ist natürlich die Ente, wie viele Leute sie nennen. Ich weiß nicht, ich finde es eigentlich vor allem von hinten richtig schön. Von vorne ist halt Geschmackssache, aber finde ich es auch nicht unbedingt schlimm. Und jetzt gucken wir mal, dass wir gleich hier mal überhole und dann. Ich weiß gar nicht, wie hoch die dreht eigentlich. Wie gesagt, Sitzposition ist echt in Ordnung. Was ich finde, was man sehr stark merkt, ist, die vibriert echt heftig. Also Vibrationen von dem Ding sind da auf jeden Fall. Das Pferd scheißt gerade. Ja, okay, dann kann ich jetzt wohl leider nicht mehr überholen. Dann kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Also wie gesagt, Sitzposition finde ich sehr angenehm, aber trotzdem sportler-like. Also ich bin schon wirklich nach vorne gebeugt. Aber absolut nicht unangenehm. Ich liege ein bisschen auf den Händen, merke ich, aber wenig. Also könnte ich absolut mit leben. Und ich habe wirklich Probleme auf Sportlern. Aber das ist echt angenehm. Ja, der Tacho ist natürlich KTM-typisch ganz cool mit vielen Infos. Das ist natürlich echt sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir mal kurz, ob man hier überholen kann. Das ist natürlich blöd, wenn man mehr Leistung gewohnt ist, dann kann man hier mal schön vorbeiziehen, aber mit diesem Fahrzeug funktioniert das nicht ganz so einfach. Sonst, die Spiegel sind richtig, richtig gut. Also ich sehe mega viel in den Spiegeln, also wirklich viel. Ich weiß nicht, ich denke, ihr könnt es sogar sehen, wie viel ich das sehe. Also die sind echt groß und ich finde es auch ganz gut platziert. Das Problem ist halt immer, wenn man ein bisschen, ich habe ein neues Visier. Wenn man ein bisschen ins Hanging-Off geht, ist das Problem halt, dass die dann ein bisschen vorm Gesicht rumsitzen. Das ist ein bisschen schade, aber so ist das immer bei diesen Sportlerspiegeln. Deshalb, wenn ich der Sportler fahren würde, würde ich die Spiegel halt auch wegbauen. Ansonsten, also kommen wir mal zum Tacho, habe ich vorhin schon angesagt, man sieht KTM-typisch sehr, sehr viel, also natürlich Drehzahl ganz oben, wir haben auch so einen Schaltblitz oben, man hat eine Ganganzeige, Geschwindigkeit und ein Average Kilometer, also Average km/h, also Durchschnittsgeschwindigkeit, Deutsch, sagt die Deutsch. So, überholen hat jetzt auch endlich mal geklappt. Fühlt sich sogar vom Durchzug echt in Ordnung an. Ich bin sehr, sehr gespannt gleich mal aufs 0 auf 100. Die Reifen, die hier drauf sind, sind KTM Standard typisch leider ein bisschen schlecht. Dementsprechend werde ich jetzt hier in den Kurven wirklich entspannen und hier nichts versuchen. Was man aber echt sagen kann, ist, die vibriert sehr heftig. Also in meinem Fuß habe ich echt sehr, sehr starke Vibrationen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Okay, ist auch geil, wenn man hier langläuft. Ja, ist natürlich echt ein bisschen schade, dass, hier, dass das so vibriert. Vor allem, wenn man dann Gang runterschaltet oder so. Das ist wirklich nicht so geil. Hang-off fahren ist aber sogar möglich und ganz angenehm. Also ich fühle mich hier vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen in den Arsch raussteige, nicht unangenehm drauf. Vor allem finde ich, den Lenker richtig, richtig gut. Der ist nämlich genau so, dass man dazu ermutigt wird, ein bisschen Hang-off zu fahren. Und das finde ich perfekt eigentlich. Oh, die Bullen, fuck, fuck, fuck. Also so vom Fahrgefühl finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Also es gefällt mir extrem gut. Vom Sound her ist es halt, ja,
Duke-mäßig, nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich finde es echt eigentlich ganz gut sogar. Überhole will ich jetzt hier nicht. Also sonst, ich finde, man sitzt wirklich sehr, 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 sehr gut drauf. Also vom Gefühl, das ich hier habe, dass ich hier drauf habe, mega geil. Also ich finde es auch gut, der Tank, der ist hier sehr schön hoch, direkt unten. Und wird dann richtig schön breit. Bei der Duke war das ein bisschen was anderes. Vor allem bei der neuen Duke, da ist der Tank zwar sehr ähnlich. Das Ding ist aber, bei der Duke sitzt man einfach höher. Ne? Also da ist der Lenker irgendwo hier. Und dadurch ist das alles ein ganz anderes Gefühl. Das ist hier anders und auch echt in Ordnung. Jetzt gucken wir mal auch. Gut, sechster Gang Durchzug quasi nicht vorhanden. Wollen wir jetzt mal runterschalten und es klein machen. Ich meine, jetzt geht es leider, oder was heißt leider, aber jetzt geht es gerade ein bisschen bergunter. Aber was man echt sagen muss, ist, die Vibration im Fuß, die ist echt heftig. Ich glaube, es gibt kein Motorrad bisher, ich habe noch kein Motorrad gemerkt, das mehr Vibration hat als das hier. Also das finde ich echt krass. Und was ich auch krass finde, ist, Schalten ohne Kupplung funktioniert hier nicht ganz so gut. Also es funktioniert auch runterschalten ohne Kupplung hier, es geht. Aber es ist nicht ganz angenehm, finde ich. So, ich ziehe am Ende über diese ganze Sache nochmal ein Fazit. Jetzt erstmal stellen wir uns hier an die Seite, damit ich ein bisschen ein kleines, ja, dass ich rumlaufen kann und so. Bevor jetzt wieder 1000 Leute schreien, ich muss glücklicherweise hier nichts verpixeln. Also ja, bis jetzt hat gesagt, ich brauche das Kennzeichen nicht verpixeln. Ja, hier perfekt natürlich mit dem Slutty-Aufkleber. Also, eine KTM RC 125 in weiß, schwarz. Finde ich sehr schön, also optisch. Die Front, klar, ist Geschmackssache. Ist genau wie bei der CBR Geschmackssache, wie bei allem. Ich finde es aber eigentlich echt ganz cool. Also ist halt mal was anderes. Würde ich jetzt, wäre jetzt für mich kein Kriterium, das Motorrad nicht zu kaufen. Was ich bei KTM halt geil finde, sind die Details. Ein Rahmen in Orange, halt mega schön. Und sonst in weiß. Er hatte jetzt einen kleinen Unfall damit. Also irgendwie hier unten sieht man es ein bisschen, als wenn kaputt. Aber tut dem Ganzen keinen Schaden ab. Ja, Auspuff ist halt original, ist in Ordnung, weiß ich nicht. Was ich cool finde, ist hier natürlich der Sozi-Sitz, wobei ich glaube, das ist gar kein echtes, oder ist das ein Sitz? Ja gut, ich glaube schon, dass man sich da auch draufsetzen kann. Ist auf jeden Fall cool, sieht sehr cool aus. Das Heck, also ich finde das Heck auf jeden Fall auch wunderschön. Das ist wie von der neuen Duke auch sehr, sehr schön. Kennzeichenhalter könnte für meinen Geschmack noch ein Ticken kürzer sein, aber finde ich, stört jetzt auch nicht unbedingt. Ja, dann gut, Bremsen, Fahrwerk ist in Ordnung, ist alles 125er-like, ist alles kein Wunder, aber jetzt auch nicht schlecht, also ja. Er hat hier jetzt halt noch die Originalreifen drauf, das hat man auch direkt gemerkt, also ich finde die schon sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das merkt man direkt, auch wenn man langsam fährt, wenigstens das zu wirklich guten 125er-Reifen, Hashtag Lacktoise. Nee, aber BT45 zum Beispiel würden dem Ganzen sicherlich gut tun, aber auch für den Anfang völlig in Ordnung. So, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich mache mich dann mal bereit zu meinem alljährlichen 0 auf 100. Die Maschine hat übrigens auch ABS. Ja, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt. So, jetzt bin ich richtig, richtig gespannt, wie schnell das hier funktioniert. Okay. Also vom Gefühl her genauso schnell wie die RS 125. Ich versuche jetzt mal, was hier noch geht, wenn ich jetzt ein bisschen weiter auf Gas gebe. Also RS 125 like vom Gefühl her jetzt. Fünfter Gang Vollgas ist das jetzt. Ich könnte wahrscheinlich nochmal runterschalten in den vierten Gang. Ja. Ja, das Problem ist so ein bisschen, die Maschine kommt auch oben raus erst wieder richtig. Also so ab rotem Bereich fängt es an, dann zu schieben. Aber mir persönlich wären die Vibrationen, die ich dabei im Fuß habe, einfach viel zu viel. Also die Vibration im Fuß ist schon sehr stark. Hätte ich auch so nicht gedacht und es ist eigentlich auch gummiert, die Fußraste. Finde ich schon sehr stark. Und ich sage mal, meine SV, die vibriert auch stark. Aber das hier vibriert schon wirklich stark. Ich glaube, auch wenn man damit lang fährt, schlafen einem auf Dauer die Füße ein, wenn man sehr nah am Drehzahlbegrenzer fährt. Ja, was man jetzt zum Durchzug sagen kann, fühlt sich nicht unfassbar schnell an, jetzt aber auch nicht unbedingt langsam. Es ist halt 125er, so im Vergleich wie jede andere, die ich bisher gefahren bin, eigentlich auch.
Ah, ich probiere gleich auch nochmal die Bremsen aus von dem Gerät. Das interessiert mich nämlich auch, wie gut die zupacken. Das ist hier fetter Gang von unten raus. Ich gebe jetzt fetter Gang Vollgas. Dauert einen Moment, bis was passiert. Da sind wir auf 50. Ja, vierter Gang am Berg ist natürlich aus so einem Drehzahlkeller für so eine Maschine schon echt Arbeit. Aber geht, ne? Jetzt sind wir bei 60, sind wir gleich bei 70. Also jetzt merkt man auch oben raus, wie sie dann doch kommt. Auch voll im Berg hoch spürt man das. Und jetzt sind wir bei 80. Also Durchzug vom im vierten war das jetzt, ne? 40, 80, völlig in Ordnung. Ist jetzt kein Weltwunder und auch nicht mehr als andere 125, aber echt in Ordnung. Ich glaube, aber die RC ist keine der schnellsten 125er. Ich glaube, die ist im guten Mittelfeld, der Sportler. Aber durchzugmäßig, ich meine, es ist in Ordnung, aber es ist kein Weltwunder, das auf jeden Fall nicht. Warte, die Bremsen muss ich gleich nochmal ausprobieren. Das mache ich jetzt. Okay, also hinten merkt man sofort das ABS-Greifen. Das greift echt sehr, sehr schnell hinten. Sonst, der packt schon echt ganz gut zu. Die Bremsen finde ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so gut. Da gibt es im 125er Bereich deutlich bessere. Zum Beispiel von der RS 125, die hat sehr, sehr gute Bremsen. Oder ich finde, der CBR hat eigentlich auch ganz gute Bremsen, weil hier, wenn ich, also ich meine, sie bremst schon gut, aber da, ich finde, da geht noch mehr. Ja. Aber ist in Ordnung. Also so, ich denke, als Fazit, ich glaube, die RC ist gemacht für Leute, vor allem deshalb, weil die RC ja wirklich Renngene hat. Es gibt ja einen RC Cup und so weiter. Und ich glaube auch genau für so Leute ist die gemacht, die was Pures wollen. Ja, die wirklich fahren wollen und die ganze Zeit am Drehzahlbegrenzer hängen wollen, die es nicht juckt, ob das jetzt vibriert oder so. Weil so Sportlergene hat die RC hier auf jeden Fall. Also Sportlergene hat sie definitiv. Und durch das Hanging-Off-Gen fühlt sich auch so sehr gut an. Hier ist wieder ein Dreck. Das fühlt sich wirklich gut an. Und ich glaube, dafür ist ja auch gemacht. Ich glaube fast, die RC ist die Sportlermaschine oder die Maschine, die mir das beste Gefühl vermittelt für schnelle Kurvenfahrten. So kann man es vielleicht sagen. Ich sag mal, was das hier an Fahrwerk und an Sitzhaltung plus hat, hat es halt vielleicht an Bremsen ein bisschen zu wenig. Das ist natürlich ein Ticken schade, aber im Großen und Ganzen gefällt sie mir echt gut. Also würde ich jetzt nicht Nein zu sagen. Was Preis und so weiter angeht, ich meine, das ist halt immer die Frage, ob man sich sowas kaufen will für den Preis. Ich glaube, meine erste Wahl wäre es nicht, weil ich glaube, für den Preis kriegt man bessere Maschinen oder vielleicht die im Gesamtkonzept besser funktionieren. Aber ich finde, das ist eine sehr gute Maschine. Also ich glaube, niemand wird mit dieser Maschine irgendwie einen Fehlkauf machen. Das definitiv nicht, also einen Fehlkauf definitiv nicht. Aber ob es bessere gibt, ja, das ist halt dann auch immer Ansichtssache so ein bisschen. So, aber war eine sehr schöne Probefahrt, hat Spaß gemacht. Ich fahre jetzt gleich wieder da zu unserem Abo-Treffen, das ist nämlich gerade noch Abo-Treffen. Und würde sagen, wir sehen uns dann später oder im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!